Das hier ist ein Staudamm, der im norditalienischen Nationalpark steht. Und das hier sind Steinböcke, die an der steilen Wand balancieren. Nein, das ist nicht mit Photoshop bearbeitet. Die Mauer geht fast vertikal nach unten, doch die Tiere fallen einfach nicht herunter. Würde es davon keine Aufnahmen geben, würden wir es selbst nicht glauben. Aber warum können sie das und wofür tun sie es? Das erfährst du nach dem Intro. Die Steinböcke auf dem Bild haben keine Superkräfte oder andere Hilfsmittel. Wie allseits bekannt, Steinböcke sind verdammt gute Kletterer und haben besondere Hufe, die ihnen das ermöglichen. Anders als bei Pferden sind die in der Mitte geteilt. Geht es mal bergab, verkeilen sich die geteilten Hufe im Boden. Dazu haben die Hufe noch je zwei Klauen. Das sind quasi kleine Bremshaken, wenn es mal so richtig steil ist, und die besondere Oberfläche der Hufe sorgt dafür, dass sie nicht abrutschen. Wie eben bei diesem Staudamm. Aber was wollen jetzt diese Steinböcke auf dem Staudamm? Sie klettern nicht einfach so an der Mauer herum, sondern um Mineralien aus den Steinen zu lutschen, die aus den Steinen hervorsickern. Sie lieben nämlich das Salz des Chinchino-Stausees. Warum die Steinböcke immer und immer wieder so ein hohes Risiko auf sich nehmen, ist noch nicht ganz geklärt. Auch wenn Steinböcke Meisterkletterer sind, bedeutet ein falscher Schritt, eine Windböe oder ein lockerer Stein den sicheren Tod. Dies ist tatsächlich schon vereinzelt vorgekommen, besonders bei plötzlichen Windböen sind schon bereits eine Handvoll Tiere umgekommen. Was merkwürdig ist, dass die Herde der Steinböcke schon seit vielen Jahren dort lebt und man erzählt sich, dass sie erst im Jahre 2012 damit angefangen haben, die steile Mauer zu erklimmen. Ein Grund dafür könnte sein, dass die alte Salz- bzw. Mineralienquelle der Steinböcke nicht mehr da ist und sie deswegen Ersatz gesucht haben. Für diese Tiere ist echt kein Berg zu steil. Völlig schräg, mehr kann man dazu nicht sagen. Das war's auch schon. Hier ist noch ein weiteres Video für dich, das dich interessieren könnte, und abonnieren nicht vergessen, um Videos dieser Art nicht mehr zu verpassen. Also dann, bis zum nächsten Video, ciao!